Wir befinden uns hier in Reichlingen im Kanton Thurgau und wir säen heute das erste Mal mit dem Farmdroid, mit dem Roboter, Zuckerrüben säen. Das ist eine von zwei Maschinen in der Schweiz, die sollte erlauben, um die Handarbeit in der Unkrautbekämpfung, in der Zuckerrübe im Speziellen, zu verringern. Wir waren immer so knapp unter 100 Stunden. Und da erlaubt es mir einfach nicht mehr als 1 bis 2 Hektar machen. Darum war ich wirklich auf der Suche nach besserer Technik. Was die Maschine so speziell macht, ist, dass sie sich die Koordinaten von jeder einzelnen Zuckerrübe speichert. Also, sie hat sehr ein genaues Seisystem. Das hört man auch, wenn sie fährt und zeigt, so das Klicken. Das ist ein Schieber, der nur gerade etwa 1-2 cm über Boden ist, der dann die letzte genaue Ablage von diesen Zuckerrübensamen sicherstellt. Durch diese Genauigkeit und die Tatsache, dass die Maschine die Koordinaten speichern kann, sind wir nachher im nächsten Schritt, in 2-3 Wochen, dann hoffentlich in der Lage, um auch zwischen den einzelnen Zuckerrüben die Unkrautbekämpfung zu machen. Es ist jetzt soweit. Heute kommt jetzt eigentlich die Stunde der Wahrheit, nämlich, ob die Maschine wirklich die Zuckerrüben-Koordinaten noch gespeichert hat. Ja, also wenn ich dieser Maschine jetzt beim Arbeiten zuschaue, dann stelle ich fest, dass die Zuckerrüben-Koordinaten wirklich immer noch weiss. Somit kann man wie sagen, die Grundfunktion oder das Spezielle, das man die Maschine muss können, das funktioniert. Also wir sind in der Lage, um in den Zuckerrübenreihen zu hacken, ohne die Zuckerrüben zu schädigen oder auszuhacken. Also jetzt die spannende Komponente für heute an dieser Maschine ist eigentlich der Hackarm. Der hat hier ein kleines Motörchen und kann aufgrund von dem hin und her fahren. Man sieht jetzt, das ist hier unten so ein kleines Schärchen, wo nachher dann in die Reihen hineingefahren wird. Also das läuft unter dem Boden, damit das Durchreuter dann auch wirklich verwischt. Also das sieht man dann nicht mehr, wenn es läuft. Und jetzt zwischen den Hackarmen sieht man die dreieckigen Trötchen. Die decken eigentlich die komplette Fläche zwischen den Reihen ab. Die haben wir jetzt so eingestellt, dass ungefähr 1 cm unter der Bodenoberfläche laufen und dort das Unkraut bekämpfen. An der Agritechnica 2019 habe ich die Maschine das erste Mal gesehen und bin sehr schnell begeistert von der Technik dahinter, dass man mit GPS arbeitet. Wir haben oben hier Solarpanels für den Betrieb mit Sonnenenergie. Wir speichern noch Energie, speichern, damit wir noch in die Nacht reinfahren können. Das funktioniert recht gut, dass wir fast die ganze Nacht durch sein und hacken. Hier sehen wir den Empfänger. Das ist GPS, GLONASS und Galileo-Satelliten, die wir hier empfangen und die Position gewährleisten. Das Gleiche passiert vorne dran nochmal. Wenn er 2 Empfänger hat, kann er sich in der Linie halten. Wir haben zur Kommunikation mit einer Basisstation für RTK haben wir das GSM, also das Modem, das angeschlossen ist, damit er aufs Internet gehen kann und zuverlässig uns jede Sekunde kann neue Positionskorrekturdaten schicken. Die Steuerung ist eigentlich sehr einfach aufbauen. Wir haben einen sehr kleinen Bildschirm, wo wir das Feld aufzeichnen können, wo wir sagen, säen oder hacken, einstellen von der Saatabstand zum Beispiel. Also 2 Sachen, die ich jetzt aber sehe, die noch nicht ganz optimal sind, sind erstens die Liniengenauigkeit, also wie exakt, dass sie auf dieser perfekt geraden Linie durchs Feld fährt. Weil wenn sie beim Säen und beim Hacken jeweils eine Abweichung hat, dann verwischen wir jetzt die Zuckerrüben genau. Das zweite ist der Saatabstand, also die Saatgutablage, die ebenfalls nicht ganz genau ist und auch oft Doppelte drin hat. Durch das ebenfalls wieder das Gleiche geben. Wenn die nicht genau gleich sind, können wir die Maschine weniger genau einstellen, haben durch das einen grösseren Teil, den wir nicht hacken können oder verwischen mehr Zuckerrüben. Grundsätzlich sind wir aber recht nah an einer Serienreife, bin ich der Meinung. Mit kleinen Verbesserungen, die man machen muss. Für die Schweiz ist noch zu überdenken, ob die ganze Maschine noch etwas stärker werden muss, für noch mehr Hanglagen. Das, was wir hier sehen, ist schon gleich mal das Maximum an Hanglagen, das man machen mit dieser Maschine. Die Maschine, wenn sie voll läuft, wenn sie Vollbetrieb ist und auf Maximalgeschwindigkeit fährt, schafft sie 2 Hektar. Wie das Feld etwa gross ist, sollte sie 10 Stunden arbeiten. So wie die Maschine jetzt gerade hier steht, reden wir von etwa 80'000 Franken. Und man sagt, dass die Maximalfläche etwa 20 Hektare sind, die wir bewirtschaften können. 20 Hektare bedeutet, man kann in 20 Hektaren Zuckerrüben säen lassen. Das geht dann halt eine Woche, bis die gesäet sind und nachher gerade anfängt zu hacken. Darum gibt es die maximale Fläche von etwa 20 Hektaren. Man kann die nachher noch für andere Sachen auch einsetzen. Dort haben wir jetzt noch keine Versuche gefahren. Außer der Zuckerrübe ist randensicher noch möglich. Und Zwiebeln und Raps sind noch die anderen Kulturen, die möglich sind zum Säen mit dieser Maschine.
Wir merken schon, dass die Maschine in Dänemark entwickelt worden ist und nicht hier in der Schweiz. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, sie hat Mühe mit dem schweren Boden zum Teil. Sie hat auch Mühe mit Steinen, dass es die verklemmt oder das Häckchen dann zu wenig Kraft hat, um reingehen. Ja, die Maschine haben wir auch getauft. Sie nennt sich Helga. Und ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen eine Beziehung, die ich hier habe. Also ich habe jetzt beim letzten Feld, wo wir gehackert haben, habe ich, glaube ich, habe es gezählt, 55 SMS von ihr bekommen, wo sie irgendein Problem hatte und mir geschrieben hat. Und dann musst du halt jedes Mal wieder aufs Feld und schauen. Wenn ich ein Fazit ziehe, dann erfüllt die Technik tatsächlich die Anforderungen, die wir an sie stellen. Wir kämpfen aber schon noch mit diversen Kinderkrankheiten. Der Betreuungsaufwand ist zu hoch, wir haben noch zu viele Störungen. Aber grundsätzlich, muss ich eigentlich sagen, sind wir sehr positiv, sehr zuversichtlich, dass wir hier eine Technik einsetzen, die Zukunft hat.